Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier ist Molly. Heute habe ich einen Look für euch geschminkt, der mich durch Instagram inspiriert hat. Ich zeige euch das mal. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Das war auf der Seite von NYX Cosmetics. Das ist ja eine meiner Lieblingsfirmen. Und ich dachte mir, okay, ich muss unbedingt einen Look schminken, der so ähnlich ist oder der dem nahe kommt. Ich finde das so sommerlich. Ich finde das so cool mit den Farben. Falls ihr euch dafür interessiert, wie ich dann diesen Look geschminkt habe, bleibt dran. Alle Produkte, die ich benutzt habe, findet ihr nochmal in der Infobox verlinkt. Und ich würde sagen, wir starten einfach. Viel Spaß beim Zugucken. Wir starten auch heute wieder mit dem Primer. Und da nehme ich mir von Urban Decay meinen Eyeshadow Primer Potion in Original und gebe mir den auf beide Augenlider. Und für das Gesicht nehme ich mir heute von Tarte den Brighter Days Highlighting Primer. Um mein Augenlid für die knalligen Farben vorzubereiten, nehme ich mir meine Tarte's Pro Palette und dann nehme ich mir einen normalen Lidschattenpinsel und gehe in die Farbe Classic. Das ist ein heller, vanillefarbener, matter Ton und den gebe ich mir jetzt komplett auf das Augenlid. Jetzt nehme ich mir nochmal einen normalen Lidschattenpinsel und gehe in die Farbe Bold. Den gebe ich mir schon einmal in die Lidfalte, um so ein bisschen den Übergang gleich leichter zu machen zwischen den ganzen krachigen Farben, die wir benutzen werden. Und da ich heute mit den Lidschattenfarben etwas weiter hochgehen werde als sonst, nehme ich auch die erste Transition Color etwas über meine eigentliche Lidfalte. Jetzt nehme ich mir einen Blendepinsel und gehe über die Farbe rüber, um die ganz weich einzublenden. Dann nehme ich mir meine Smashbox Bold Palette. Ich nehme mir wieder einen normalen Lidschattenpinsel und gehe in dieses Gelb. Das gebe ich mir jetzt ganz direkt auch in die Lidfalte über den Ton, den ich gerade schon aufgetragen habe. Und ich möchte, dass sich das Gelb ganz, ganz weich in den Übergang zur Augenbraue einblendet. Deswegen gehe ich jetzt mit einem Blendepinsel über die Farbe rüber und blende wahrscheinlich erstmal eine halbe Stunde, bis mir das Ergebnis gefällt. Ich gehe wieder in meine Smashbox-Palette, nehme mir wieder einen normalen Lidschattenpinsel und gehe in das matte Orange darunter. Und auch das gebe ich mir jetzt in die Lidfalte, versuche das jetzt schon schön in das Gelb einzublenden und gehe noch etwas mehr auf das bewegliche Lid mit der Farbe. Und auch hier gehe ich jetzt noch einmal mit dem Blendepinsel über die Farbe rüber, um das alles ganz weich ineinander zu blenden. Und für das bewegliche Lid müssen wir jetzt ein bisschen mixen. Erstmal nehme ich mir wieder meine Smashbox Palette, nehme mir wieder einen normalen Lidschattenpinsel und gehe in das matte Rot hier unten. Das gebe ich mir jetzt erstmal auf das komplette bewegliche Lid. Und genau dort, wo wir das Rot auch gerade aufgetragen haben, nehme ich mir jetzt dieses lila Pink aus der Smashbox Palette und gebe das noch einmal komplett über die Farbe. Das gefällt mir so schon richtig gut, nur die Farbe auf dem beweglichen Lid, also das Pink, könnte noch ein ganz bisschen intensiver sein. Etwas dunkler Pink-Lila, so. Ich werde jetzt mal versuchen, das so hinzukriegen, wie ich mir das vorstelle. Mal gucken, was passiert. Ich nehme mir meine Electric Palette von Urban Decay, nehme mir einen normalen Lidschattenpinsel und gehe in die Farbe Jilted, falls man die so ausspricht. Und diesen Ton gebe ich mir jetzt nur auf das bewegliche Lid.
So gefällt mir das schon richtig gut. Ich nehme mir jetzt meinen schwarzen Eyeliner von NYX und das ist der Matte Liquid Liner, also ein schwarzer matter Eyeliner, und damit ziehe ich mir jetzt einen Lidstrich. So, wie ihr seht, sitzt der Eyeliner. Ich habe den heute nicht hinten rausgezogen, sondern nur zur Wimpernverdichtung eine etwas breitere Linie gezogen, weil wir uns später auch noch falsch Wimpern kleben werden. Kommen wir zum Thema Foundation und da nehme ich mir meinen momentanen Liebling von Tarte. Ihr könnt es wahrscheinlich alle schon nicht mehr hören. Das ist die Rainforest of the Sea Foundation in der Farbe Fair Neutral. Und die Foundation blende ich jetzt mit meinem Beauty Blender ein. Als Concealer nehme ich heute von Too Faced den Born This Way Concealer in der Farbe Very Fair. Und auch den verblende ich jetzt wieder mit dem Beauty Blender. Um den unteren Wimpernkranz jetzt ein bisschen Definition zu geben, gehe ich nochmal in meine Tarte Pro Palette und dann gehe ich nochmal in die Farbe No Filter. Und um das etwas zu verblenden, nehme ich mir jetzt so einen kleinen Blendepinsel und gehe über den unteren Wimpernkranz. Um mein Gesicht etwas aufzuwärmen, nehme ich mir heute von Benefit den Huda Bronzer. Und als Rouge nehme ich mir heute von The Balm den Down Boy. Und für die Augenbrauen nehme ich mir heute von Benefit mein Cabrow Gel in der Farbe 4. Als Highlighter nehme ich mir heute meine Sleek Soulsis Highlighter Palette. Ich nehme mir meinen Highlighterpinsel und gehe in diese roségoldfarbene Farbe hier oben. Mit einem kleinen Pinsel gebe ich mir genau die Farbe jetzt auch unter den Augenbrauenbogen und in den Innenwinkel. Als Mascara nehme ich mir heute von Too Faced den Better Than Sex Mascara in der Farbe Schwarz. Und dann nehme ich mir die Wimpern von Art Deco in der Nummer 15. Während der Wimpernkleber trocknet, nehme ich mir von NYX den Slim Lip Pencil in der Farbe Nude Pink. Und darüber kommt von Tarte aus der Color Splash Lipstick Serie die Farbe Salt Life. Und um das Ganze zu versiegeln, darf wie immer Fixing Spray nicht fehlen. Da nehme ich mir wie immer meinen Smashbox Photo Finish Primer Water und gebe mir das großzügig über das Gesicht. So ihr Lieben, wir haben es geschafft. Das ist der fertige Look für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, lasst es mich wissen. Ich freue mich super über euer Feedback. Falls ihr mir folgen wollt auf Snapchat, Instagram oder Facebook, verlinke ich euch das alles nochmal in die Infobox. Ich bedanke mich fürs Einschalten und freue mich schon auf die nächste Runde mit euch. Bis zum nächsten Mal.